weil das Gras von der Alm hat mehr Nahrungsstoffe und deswegen wird die Alpenmilch erst so lecker. Ich weiß das, ich bin ein Kind des Bauernhofs. Servus und willkommen auf meinem Bauernhof. Da kommt mal rein, ich führe euch ein bisschen rum. Wir sind jetzt hier in der guten Stube. Da gibt es natürlich jeden Morgen frisches Frühstück von echten Hühnern, auch noch hausgemachte Eier. War auf jeden Fall sehr, sehr lecker, das kann ich schon mal sagen. Und ja, ist sehr besinnlich hier, aber schön. Hier auf dem Land, wie ihr seht, wird auch gerne mal ein bisschen gebechert, aber ich bin ja hier zum Arbeiten, also bleibt das natürlich tabu. So, dann gehen wir mal hoch und ihr seht schon, immer schön auf den Kopf aufpassen, den brauchen wir noch. Und hier oben sieht es halt aus wie in so einem echten Landhaus. Ich muss ehrlich sagen, ich komme halt absolut aus der Stadt. Ich war noch nie auf dem Bauernhof und noch nie in so einem Landhaus. Und wie ihr wisst, wir sind ja auch meistens in Hotels, auch so Turnieren oder so. Von daher ist es mal was ganz anderes. Ich zeige euch jetzt mal unser Zimmer, Nummer 9. Leider nicht Nummer 04, das war leider schon belegt durch irgendwelche anderen Schalker. Und die Tür ist abgeschlossen. Ja, und hier ist unser Zimmer. So, hier geht's ins Badezimmer. Ihr seht, das ist sogar relativ groß, muss man sagen. Man muss nur aufpassen, als Mann, ja. Das lassen wir einfach mal unkommentiert, weil da sind nämlich Fenster. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins nächste Zimmer. So, und das ist unser letztes Zimmer. Und wie ihr schon seht, das ist der Kuhstall. Und deswegen gehen wir da natürlich auch mal rein und schauen mal, ob ein paar Kühe da sind. Und das war natürlich nur ein Test, weil wie wir alle wissen, sind natürlich die Kühe tagsüber draußen auf der Alm, um dann ein bisschen zu grasen, um ein bisschen was zu essen. Denn daher kommt natürlich dann endlich mal der echte Geschmack für die richtige Alpenmilch. Deswegen sind sie tagsüber nicht im Stall. Ihr werdet aber bestimmt die nächsten Tage die Kühe auch nochmal sehen. Guck mal, der ist schwarz, rot, gold. Ist ein deutsches Huhn, kein österreichisches. Der ist bald auch unser PlayStation-Spieler. Viel schlechter als Deos kann er ja nicht sein. Nee, komm. Das kannst du nicht mit reinstellen, Lars. Das war's mit der Roomtour. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jetzt geht's für euch noch weiter mit der blau-weißen Nacht. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier bei der blau-weißen Nacht angekommen. Wir werden jetzt hier gleich noch ein kleines Beat the Po veranstalten. Unter anderem kann auch der Gewinner ein Trikot gewinnen von mir. Und ja, wir werden euch jetzt hier einfach noch ein paar Eindrücke zeigen. So, guck mal hier, Videokamera hier, alles auf Schalke, E-Sport. Komm, wink mal die Kamera, ein bisschen doof hier, aber sieht so aus. Ja, also der Abend, der war echt ziemlich cool, muss man sagen. Ich habe gegen ja, so bestimmt 30, 40 Schalker spielen können. Und es gab auch drei Leute, die haben einen Unentschieden geholt. Und dann hatten wir natürlich auch einen Gewinner an dem Abend. Und den konnten wir dann halt oben auf der Bühne ein E-Sport-Trikot überreichen. Wurde von allen Schalkern eigentlich ziemlich gut angenommen. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Hause.